Mein Gott, Benny, wenn das nicht passt, da hinten sind Kisten, da kannst du dich umschauen. Ja, nein. Darf ich bestimmt bitte. Ja. Gut. So, also während hier noch Malte versucht herauszufinden, ob er Raketen hat oder beziehungsweise ob er ein Funkgerät hat, hast du? Malte? Negativ, der Unimog. Verstanden, Pech gehabt. So. Also, jetzt mal alle kurz zuhören. Wir werden drei Fahrzeuge verwenden, das sind die zwei Dingos und der Unimog. Wir werden folgende Reihenfolge haben, was eigentlich ziemlich logisch ist. Dingo, Unimog, Dingo. So. Was denn? Der Dämmer hat Flugzeug. Patrick. Zuhören. Gilt auch für dich. So. Von der Reihenfolge ist es so, Patricks Fahrerteam wird den ersten Unimog fahren. Ich werde im hinteren sein. Der Unimog wird von dem Team besetzt, die jetzt keinem Squad zugeordnet sind oder die beziehungsweise den Unimog sowieso fahren sollten. Dürften ja Ben und Malte sein, will ich meinen, oder? Ja, gut. Genau. Die Route ist soweit klar. Als erstes nicht vergessen, Ohrenstöpsel rein, Funkkanäle überprüfen, gibt es irgendwelche Fragen? Gut, Feuerstatus ist und bleibt gelb. Wir werden versuchen, bei Beschuss durchzubrechen. Ansonsten sichern, also die Gunner bleiben drinnen, der restliche Team steigt aus. Das ist hoffentlich auch soweit klar. Eine andere Variante, jemand lockt sich kurz von Werder mal als Teamleader einschmeißt das Funk. Naja, vielleicht ist in der Kiste da hinten was, ich wollte gerade gleich mal nachschauen. Ich habe keine Funkgeräte, glaube ich, da reingetan. Ja, vielleicht hast du es ja doch gemacht. Wir gucken mal. Eine andere Möglichkeit wäre halt einfach das Werder mal Funkgerät. Kannst du eine Akrobox spawnen, oder? Nee, gibt wahrscheinlich wieder keine über MCC. So. Guck mal. Christoph, willst du noch? Soweit nichts sagen. Ich möchte nur, dass wir dann bald loslegen können. Wollen wir auf die Fahrzeuge aufsitzen? Positiv. Ja, wie machen wir das mit der Reihenfolge von Dingos? Ich hab das gerade gesagt. Hat er gerade gesagt. Dann hör zu. Es geht auch für dich, das Zuhören. Dingo, Unimog, Dingo. Ihr besetzt den ersten Dingo, wir den hinteren. Jo, ist gut. Ja. Durch dieses Hotfix, was das, oder Hashfix, ein Ace-Menü wurde jetzt resettet, so wie es aussieht. Und bei mir funktioniert, also ich habe die Tasten nicht am Computer. Und ja, geh auf Ace-Settings. Ja, A-Settings habe ich umgestellt und dann steht eben Save to Clipboard. Weil ich muss das manuell machen, irgendwie eintragen, weißt du. Mit Ace Clippy. Aber, also, ich meine, ich kann ja spielen, aber ich kann halt nicht auf andere Leute zugreifen oder so. Ja, kann man jetzt nichts machen. So. Paul, du fährst. Skyman, gehst du ins Geschütz? Oh Gott, der Schütz ist auch scheiße, ne? Wieso? Kannst du dich auf die Flugzeuge von der Opa? Driver. Bist du weit bereit? Ja. Delta One bereit, wenn ihr es seid. Ende. Wir sind 2. 3, also. Nein, Kanal 1. Kanal meinst du oder was? Okay. Okay. Ja. Kanal, also Kanal 1 und. Soll ich mal Funkcheck machen? Ja, mach. Passt. Funkcheck. Was zur Hölle? Was ist da jetzt gerade angebracht worden?
Irgendein Stoppschild. The fuck? Delta 2, Delta 1 Status kommen. Ja, wir packen gerade nochmal ein bisschen Munition für den anderen Fahrer ein, für den MG-Schützen von uns ein. Sorry. Verstanden, bitte um Rückmeldung, wenn bereit, Ende. Sein Schild, damit die Autos nicht, dass die Autos nicht so nah dran Team Unimog ist bereit. Team Unimog. Team Eco, sorry. Ne, Terrorgefahr und so in diesen Ländern, weißt du? So, Team Delta 2 ist auch fertig. Verstanden. Losfahren. Ende. Was tut er? So, Delta 2 hier, Delta 1 im Absitzen. So, Patrick. Ja. Ihr seid ja vier Leute. Ihr teilt euch auf. Ja. Zwei Leute gehen in den vorderen Dingo, beziehungsweise bleiben im vorderen Dingo, zwei in den hinteren. Wir werden zu dritt vorgehen. Zwei Leute gehen in den hinteren Dingo, so. Wir gehen zu dritt vor. Wir machen eine Keilform. Ach, du meinst jetzt ohne Dingo? Nein. Zwei von euch gehen in den vorderen Dingo. Die Unimog-Leute bleiben, zwei von euch gehen in den hinteren Dingo. Wir drei, Delta One, geht vor in eine Keilformation. Ach so, okay. Naja. Also, Julian? Hm. Ich fahre mit... Soll mein Squad absitzen? Ja, komm an. Ja. Ich soll den hinteren fahren. Ja. Gut. Delta One zu mir. Ja. So, wir werden vorne Fahrzeugen herlaufen, Keilformation, verstanden? Gut. Ja. Können wir auch Informationen kriegen, was zu tun ist? Echo hier, Delta One. Wir werden jetzt in der Keilformation vorne weggehen. Ihr werdet einfach ganz normal weiterfahren, aber halt im Schritttempo. Moment, mein Fahrer checkt gerade was an dem Auto. Jetzt wollen wir Echo hier, Delta One Status. Komm an. Ja, Echo hier, mein Fahrer checkt gerade was am Auto. Wir haben technische Probleme kurz. Hm. Scheinen hier gröbere technische Probleme zu sein. Okay, Echo bereit, wir können aufmachen. Vorwärts. Ja. Ich falle da immer zurück, mein Typ bleibt immer.
Senk die Waffe. Geht's weit von der Kondition? Gut. Ja. Irgendwelchen Sichtkontakt? Nein. Konvoi halt. Weiter, vorwärts. Nicht mal zu weit, hoffentlich. Ich schätze mal 300 Meter. Wie langsam? Wir sind fast da. Sorry, ich habe kaum noch Booster hier. Was zur Hölle? Alter! Ich wurde überfahren auch von dem Truck wegen. Holy shit! Es liegt an Battle-Eye, der kann nicht auf den Battle-Eye Master Server connecten. Das ist seit dem Steam Update. Ich muss das Battle-Eye ausschalten. Alter, was hat das gerade für eine riesen Scheiße? Ich gebe mir gerade schon mal viel. Holy shit! Christoph, du siehst dich gerade gut aus. Also pass auf die Jungs auf, weil ich kann Battle jetzt nachträglich alleine nicht ausschalten. Das hatten wir zum Beispiel auch schon festgestellt, dass das Problem macht. Kann nicht laufen. Ja, gut. Machst du, Jörn, oder soll ich? Ja, ich mach. Ja, weil ich bin ja eben. Ja, egal. Also Christoph sieht ganz schön gerädert aus. Alter. Ja. Ja, das war aber auch ganz schön krass eben mit. Also. Ich glaube, wir haben euch dich überfahren. Sichert mal ab hier, wir haben unseren Kontrollen. Wie sieht's aus sonst? Ja, toller. Machen wir unseren Informanten? Delta 2, Delta 1, haben wir unseren Informanten kommen?
Negativ. Okay. So, danke. Beste. So. Patrick? Ja? Geh wieder zurück ins Fahrzeug. Ich weiß nicht, was Christoph jetzt vorhat. Wir gehen jetzt weiter vor, dass die, das Unimog-Team soll bei den Fahrzeugen bleiben. Und was mit den Schützen? Schützen sollen wir jetzt mal... Ja, wobei, Schützen bleiben drinnen. Das heißt, wir... Ne, wir sind nur zu dritt. Dann rücken wir weiter vor, so wie vorher. Ja, also wieder hoffentlich kommt diesmal kein Diesel. Ja, das ist... Hier, Alpha, okay. Die Einheiten in Dodos Alarm sofort identifizieren. Ich kann mein Funkgerät nicht öffnen, ja. Hast du gehört? Ich kann mein Funkgerät nicht öffnen. Hier spricht Delta One Teamleader. Bitte identifizieren Sie sich zuerst. Ich gehöre zur ersten Fernsperreinheit. Wir sind der Aufklärungstrupp. Wir sind hier mit drei Fahrzeugen. Wir sind hier mit Delta One, Delta Two und Echo. Wo sind Sie? Melden Sie Ihre Position, kommen. Nördlich der Straße in einem Gebäude. Haben Sie soweit verstanden, wir werden jetzt mit einem Fireteam zu Ihnen vorrücken und dort weiteres klären. Ende. So, Patrick, negativ. Bleib bei den Fahrzeugen, wir werden mal allein weiter vorgehen. Könnt ihr es sichern? Von hinten? Ja, positiv. Wir werden mal zu dritt vorgehen, weil es hat keinen Sinn, glaube ich, wenn wir jetzt mit drei Fahrzeugen vorrücken. Also, unser Team sichert die Fahrzeuge. Positiv, so. Delta One, los. Hallo, Sprinte. Oh, da war Beschuss. Delta 2, Delta 1, Beschuss aus Richtung Nordwesten. Negativ, Soldaten. So. Delta 2, Delta 1, habt ihr Sichtkontakt auf den Berg in Richtung Nordwesten. Kommen. Kontakt ist zu neblig. Wir werden hier auch beschossen. Versucht weiter vorzurücken, wenn nötig. Ende. Beschuss wird erwidert. Feuerstatus grün. Kommt vom Berg. Ich hab die Sink, ach Gott. Ja, positiv, es gibt. Haben wir nicht. Ich glaube, wir haben auch Beschuss aus Richtung Nordwesten, ich bin nicht ganz sicher. Ja, aus Nordwesten. Ich hab keinen Sichtkontakt. Ich ändere die Position. Cannot fire. Soll ich nicht vom Hausdeckung suchen? Nee, die weiß ich nicht. Wo kommt der her? Mit dem MX2A mal, ich hab wirklich überhaupt keine. Positiv ab Sichtkontakt. 190 Grad. Tot.
du wahnsinnig. Wie sieht's aus bei euch? Hallo? Fuck. Ja, alles in Ordnung, ist noch soweit. Ich muss mich gleich um meinen Squad kümmern. Leute wollen alle in Einheitenstatus kommen. Die Bitte war so laut gerade, nochmal bitte wiederholen. Status kommen. Haben keine Verletzten soweit und fordern gerade unseren Speer, der gerade angekommen ist, hier zu uns. Aber verstanden, weiter in Stellung halten, versuchen Feindkontakt zu bekämpfen. Ein Soldat habe ich gesehen, lebt noch. Ende. Wie sieht es bei euch aus, Skymoon, Paul? Alles gut. Nicht verletzt? Negativ. Nachladen. Ich schalte den Motor nur aus. Wenn nicht bemannen, wieder aussteigen. Ist abgeschlossen? Ja, gut, dann ignorieren. Zurück zu den Dingos. Delta 2 hier, Delta 1, wir können jetzt zu den Fahrzeugen zurück. Kommen. Ja, okay, verstanden. Warten auf euch hier. Gut, vorhin haben wir noch ein Fahrzeug ausgeschaltet. Ist soweit noch intakt, aber kein Schlüssel dafür. Gut, wir haben hier den Bär, den wir ausfindig gut machen sollen. Soweit alles in Ordnung, verletzt? Ja, anscheinend habt ihr schon Bekanntschaft gemacht mit meinen Verfolgern. Was der Grund war, warum ich nicht mit dem ganzen Konvoi erstmal vorfahren wollte, aber... Sind noch unter Beschuss, wir sollten uns eine andere Position suchen, um geschwätzt zu machen. In die Stadt fallen. Da ist gut, dann machen wir das jetzt. Sofort aufsitzen. Wir werden wieder die Fahrzeugverteilung machen wie am Anfang. Wir gehen in den zweiten Dingo. Fuck. Wir wissen, hier dagegen sind. Sollen alle aufsitzen. Der Speer soll ins hintere Fahrzeug, in den letzten Dingo. Mach ich. So, wieder da. Konvoi vorwärts. Hallo. Ja? Christoph? Ja. Ist das normal, dass man die Schüsse, nicht sehen kann? Keine Ahnung. Du hast, was ist mit deinen Augen los? Das ist so, als würdest du schlafen. Wir müssen
müssten eventuell kurz tanken. Haben verstanden, erstmal zu einer sicheren Position weiter vorfahren, dann werden wir weiter überlegen, was wir tun. Kommen. Ne, gut, verstanden. Welche Position? Kosten, wohin? Kosten, wohin sollen wir? Was? Du hast gesagt, in die Stadt. Bitte wiederholen, welche Position? Ja, hier mal erstmal in die Stadt in Deckung gehen. Vorwärts, weiter vorwärts. Wir brauchen eine sichere Position, um zu besprechen. Dementsprechend sollten wir von dem Berg ein bisschen weg. Also ich schätze mal ungefähr 1 Kilometer weiter in den Norden, beziehungsweise weiter in den Westen, danach absitzen. Wohin fahren wir gerade? Hä, ich bin gerade dem anderen gefolgt. Wo ist er denn lang gefahren? Julian? Ja, was machst du hier? Ich hab ja gerade geleckt Keine Ahnung. Das sind die Ärgsten. Julian, was machst du bitte hier in dem Fahrzeug? Ich dachte, Paul sitzt da. Wo ist Paul? Wieso Paul? Paul ist doch bei. Warte mal, was? Ey Leute, was verwirrt ihr mich denn jetzt? Wo sind die jetzt hingefahren? MG-Schütze bitte. Patrick, ja, ich hab gerade den Befehl umgeändert, ist egal, fahr weiter. Ist schon zu spät. Nein! Delta 2, Delta 1, wo befindet ihr euch? Wir haben euch verloren, kommen. Oh Mann. Oh, warte, ich versuche mal wieder auf die Straße zu kommen. Ey, der fuhr auf einmal nach links, ja, und ich denke so. Delta 2, hier, Delta 1, wo befindet ihr euch? Kommen! Das kann doch nicht wahr sein! Das fand die Amok oder was? Delta 2, hier Delta 1, wo befindet ihr euch? Status, kommen! Hä? Hinter uns, glaube ich! Ich habe gerade ein Fahrzeug geraschiert aus. What the fuck? Soll ich mal raussteigen? Absitzen! Oh. Hallo? Christoph? Glaubt man, will mich hier verarschen oder was? Da hinten fährt ein Offroad. Hey, ja, da ist jemand drin. Ja, ich dachte, du fährst das Fahrzeug. Weil ist irgendwie Delta 2 war in dem Fahrzeug drin, statt wir. Wir haben gerade die ganzen. Ja, ist richtig. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass das alte, die alte Auflösung, also das alte Team wieder. Ne, egal. Jetzt ist die Frage, wo ist der Rest? Delta 2, hier Delta 1, Status, kommen! Das darf nicht wahr sein! Jetzt hab ich ein Rauschen drin, super, ich kann ihn nicht hören. Oh, Alter, ich sag's dir. Delta 2, hier Delta 1, erhöhen Sie Ihre Funkreichweite, ich kann nichts verstehen, kommen! Darf doch nicht wahr sein! Sorry, aber wir haben unsere Funkreichweite auf Maximum erhöht. Ich glaube, das liegt eher an dem Berg. Funktioniert eh wieder. Wo sind Sie? Wo sind die? Nennen Sie Ihre Koordinaten. Wir haben Sie verloren. Kommen. Hier Delta One nochmal. Wir verstehen Sie ganz schlecht. Wir kommen zurückgefahren. Roger. Okay. Hier gab es anscheinend eindeutig Missverständnisse. Hallo? Ja, und die werden? Gott, Julian backt sich gerade in. Nein, wer ist das? Skymon backt sich gerade in den Stein. Super. Nein, ich back mich nicht in den Stein. Ich glaube, hier scheint es eh relativ sicher zu sein. Natürlich, aus Anhalt, wir aus Westen kommen. Wo sind die denn jetzt? Vorne, von der Straße kommt die Gürtel. Da vorne, ich weiß nicht, ob das ein Eigentum ist. Boah. Absitzen. Patrick? Wir hatten gerade ein übelster Desync. Wir sind halt in den Berg hochgefahren, da ist mein Fahrer mit hochgefahren und irgendwie sind bei mir, von deinem Squad sind noch Leute bei mir drinnen gewesen. Egal. Ja, das war ja eigentlich habe ich gesagt, dass die alte Aufteilung wieder beibehalten werden sollte oder zurück. Ist okay. Die waren bei dir drin und du hast gesagt, dass du dann raus waren. Passt schon. So, jetzt kann man bitte der Speer herkommen.
seid ihr noch. Ah, aber passt. Ein Kilometer ist... Ja, ist in Ordnung. Wir haben euch nur dann verloren und dann hatten wir keinen Funkkontakt mehr. Ist alles gut. Verloren auf einem ja, Weg. Ja, Problem war, ihr seid in den Berg hochgefahren wegen D-Sync. Egal, ist jetzt auch irrelevant. Absitzen, so. So, Patrick. Hey, Vorsicht, weg da. Wild und weg vor die Wand. Patrick. Aus dem Weg. Ja. Aus dem Weg, bitte. Ich bin hier. Wollen noch aus dem Weg. So. Gut, dann mein gesamtes Team absitzen. Nee, dann kann doch jemand von so. Vorne durchgehen, weißt du? Ich denke schon, ja. Über die Mauer kann ich auch kannst du mal versuchen, aber... Hab ich eine Frage von dir? Ja, kann er kann mitspielen. Patrick? Dann mach der Schütze bitte bei mir. Achso, ja. Dann haben wir wenigstens Raketenwaffenmoni. So, kann sich mal bitte alle hier versammeln? Also alle Delta Squads? Fireteams? So. Hallo. Das sind glaube ich nicht alle, oder? Das kommen gerade alle. Skymoon? Soll ich auch noch? Absitzen. Weil wir du kannst von da oben zuhören. Ich stehe auch noch an der Seite. Essen gerade gut. Hallo, Skamon? Wo bist du? Komm ja. Her. Hier, ja, komm her. Hier. Heiliger. So, also unser Ziel, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ist es, eine deutsche Einheit, eine Bundeswehreinheit, die in Gefangenschaft geraten worden ist, zu befreien. Das heißt, der Kumpel von unserem netten Informanten hier. Wir haben wahrscheinlich mit einem ziemlich hohen Tier, wie gesagt wurde, zu tun. Und wahrscheinlich auch relativ vielen privaten Einheiten, das heißt bewaffneten Soldaten, die wir ohne Probleme töten können, sofern sie uns angreifen. Unser oberstes Ziel ist es immer noch, die Geisel zu retten und in Sicherheit zu bringen. Wir werden jetzt erst einmal einen Aufgang starten, das heißt Hand-IR-Granaten in die Luft schießen, um erstmal ungefähr uns eine Lage machen zu können, wie es in Ovalistan aussieht. Nachher werden wir die Vorgehensweise besprechen. Gibt es dazu mal irgendwelche Fragen? Beziehungsweise Patrick, willst du irgendwas einwenden dazu? Ja, der schöne Informant hier weiß doch sicher ungefähr, wo sich die Geisel befindet, oder? Hab ich doch gesagt, genau. Größeres Anwesen, ja. Wenn wir alle bitte auf die Karte schauen würden, wir sind jetzt gerade hier im Punkt Fahrzeuge abstellen. Größeres Anwesen, es kommt nicht allzu viel in Ovalistan in Frage. Die größeren Gebäude in der Stadt selbst sind, die markiere ich jetzt einmal, hier, hier, hier und theoretisch auch noch hier unten. Das sind so die vier großen, nennen wir sie, Spots, die möglich sind von größeren Anwesen. Das Wahrscheinlichste ist vermutlich das hier. Moment einmal, ich werde es mit einem roten, mit rot markieren. Das hier oben. Wir werden auf jeden Fall die ganze Stadt durchsuchen, da wir auch überhaupt erstmal ein Bild machen müssen. Abgesehen davon auch nicht ganz genau wissen, wo sich eben unsere Geisel befindet. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist eine Hand-IR-Granate hochwerfen. Und wenn du vielleicht auch so etwas, Patrick, und auch drauf schaust. Werfen? Ich schieße sie, wir schauen beide drauf. Doppelt hält besser. Wenn natürlich der Rest ein bisschen absichert, das wäre nett. Ja, die Ecken. Muss noch jemand vorne an den Eingang zu gehen. So, nachdem die Bombe eingeschlagen ist. Searching. Connecting. Also ich sehe mehrere Zivilisten. Ein bewaffnetes Fahrzeug. Das größere Anwesen, sprich die Villa, scheint... kann ich nicht genau einsehen. Ja, auch nicht. Ich sehe aber noch einen Helikopter oder sowas. Bei der Villa? Ja, okay. Ja, bei der Villa ist ein Helikopter mitten auf. Positiv, dann wird es wahrscheinlich die Villa sein. Ich darf die Grafikkarte jetzt behalten. Echt?
Bruder kriegt einfach nochmal die gleiche. Okay, ich würde vorschlagen, nachher noch eine Hunter-Drohne hochzuschießen, aber jetzt hat sie keine hohe Reichweite. Noch zu der Wind trägt sie weg. Einfach irgendwo gut einpacken. Wow. Absitzen. Wird zu kalt. Gut. Ja. Ich hau eine Hand der R hoch. Wieder mal. Alle haben schön geparkt, nur der letzte Dingo nicht. Der steht da wie so eine Karre Mist. Das heißt, für mich stehen bleiben. Hier. Wer ist gefahren? Um Paul? Gottes Willen. War mal wieder klar. Was ist denn jetzt? Ja, guck dir das an. Weißt du, die beiden ersten Fahrzeuge stehen richtig schön und der letzte wie so eine Karre. Positiv. So, wir haben... Schnauze jetzt. Schnauze. So, wir haben einen Helikopter, drei Fahrzeuge beim Anwesen. Wir haben eine Patrouille. Wir haben Straßenblockaden. Wir haben viele Patrouillen sogar. Ich muss gerade noch... Komm schon. Wir haben eigentlich nicht allzu viele Wege da rein. Diese verfickte Villa, ey. Das ist echt... Ansonsten unsere Position sieht ziemlich sauber aus im Moment. Wir haben noch einmal einen Tanklast in der Stadt. Wenn ich die Hunter da abschießen könnte. Ansonsten, okay. So, wenn sich mal bitte alle wieder versammeln könnten. So, wo ist die Karte? Hat sich ein Fahrzeug bewegt. Wo? Ich weiß nicht, was es war nicht weit entfernt, war Richtung Norden jetzt. Ich hab's nur kurz gesehen, so was Schwarzes. Okay. Okay. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich hier um die Villa handelt. Sichert mal ab hier, sie steht ja alle wie so ein Haufen Elend da, ganz ehrlich. Ey, wir sollten uns ja näher kommen, aber gleichzeitig ja, absichern. Aber braucht mich ja nicht anschauen, oder? Einfach nur zuhören. So, also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Ziel, das ist das Gute. Ich markiere das einmal mit einem X, so. Wir haben nicht allzu viele Wege in die Villa. Wir haben... Ich nehme rechts, du kannst dann links. Wir haben hier drei... Ach, komm schon. Hier keine Punkte. Drei Fahrzeuge. Siehst du es jetzt? Helikopter. Ja. Und hier haben wir eine MG-Stellung. Es gibt kaum Zugangswege zu dem. Der einzige Zugangsweg, markiere ich jetzt auch noch, oder die einzigen Zugangswege. Bettleihenmeldung. Sind hier. Und hier. Das sind die Zugangswege, zu denen man direkt durchkommt. Den Rest müsste man erstmal freisprengen. Oder rüberklettern, ja. Ich persönlich habe drei C4-Sprengladungen mit, allerdings erregt das extremes Aufsehen. Das heißt, ich werde versuchen, sie nicht einzusetzen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Das Versorgungsteam soll einmal hier bleiben und sich um den Unimog kümmern. Wir werden schauen, dass wir ein bisschen weiter vorrücken mit den Dingos. Es sollte zumindest ein einziger Dingo bemannt bleiben, für den Fall, dass der Helikopter abhebt, damit der Dingo auf ihn schießen kann. Empfehlenswerterweise sollte dieser Dingo noch relativ viele Magazine haben. Ich weiß nicht, wie der Status der beiden Dingos aussieht, gerade in dem Moment. Aber ich hoffe halt, dass es bei beiden noch halbwegs... Unimogs gut. Dingo kommt da hinterher.
So, Paul, wenn du mich hören kannst, du fährst jetzt vor und fährst dann links und packst den Dingo. Verstanden. Paul, hast du einen C8er? Ja, hab ich. Passt. Da rechts ist reinfahren. Links, Entschuldigung. Gut, Motor aus und versteckt halten. Rundum sichern. Ah, Mist. Was? Ja, einer. Okay. Mein Team ist soweit klar? Ja. Gut, weiter geht's. Schau ganz kurz im MX2. Oh! Hey, nicht schieben! Das ist zur Hölle. Entschuldigung. Schieb's nicht auf die Straße. So, wir werden jetzt in der Richtung Norden verrücken. Aufpassen, ja? Kolonne. Zivilist voraus. Nicht schießen. Wie ist die Feuererlaubnis? Feuererlaubnis. Ich würde sagen gelb. Moment kurz. Soll ich ihn festnehmen, damit er nicht rumläuft? Nee. Ich glaube, die Fesseln brauchen wir vielleicht noch. Glaube ich nicht. Vor uns wieder ein Zivilist. Zivilist. Nein. Okay, dann kurze Pause. Die müssen sich auch denken. Awesome. Hattest du nicht einen Rucksack? Beschuss. Aus andere Team. Ja, hab ich. Wieso? Die beschießen uns, Delta. Der beschießen, beschossen. Doch, der ist nämlich schon wieder weg. Haben verstanden, wir befinden uns aber noch relativ weit weg, ungefähr 300 Meter von dem Zielort entfernt kommen. Wir müssen weiter, geht's. Wie bitte wiederholen? Ich hab's gerade nicht verstanden. Wir finden uns ungefähr noch 300 Meter im Süden vom Zielort. Kommen. Okay, haben verstanden. Denk irgendwelche Infos, ob wir auf Selbstmord oder nee. Delta 2, hier Echo, komm. Ja, was sollen wir machen, wenn jemand... Erschießen. Machen gleich wieder eine Pause. Stopp. Stopp, 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 stopp. Den Deck Delta 2, hier Echo, komm. Vor uns ein Soldat. Nee, negativ. Scheiße, Zivilist. Holy shit. Keine Ahnung. Was? Ach, wen interessiert sich denn schon für Paul? Paul ist gerade am Klo, okay. Tolle Meldung. Okay, weiter vorrücken. Ach, das ist ja okay. Ich habe ja keinen Punkt gehört mehr, ich bin zwar FT. Ah, Paul ist mein Nachbar.
Lancia fahren. Achso. Auch gut. Fahrzeug voraus. Fahrzeug Norden. Die Mauer gehen? Würde ich empfehlen. Mir nach. Delta One, hier Echo. Delta One hört. Aufs Fahrzeug schießen, wenn möglich. Ne, es ist hinter der Wand. Weiter, mir nach. Mir nach, los. Ja, was wir sagen wollten ist, wir haben jetzt einen perfekten Blick auf die Villa von hier oben. Sprich, falls der Helikopter startet, haben wir eine genaue Schussposition. Over. Gute Arbeit. Ende. So, wie sieht's aus? Gut, wie nach. Da läuft jemand, pass auf. Also Christoph, nur zur Info, wir leben noch, ne? Wir sind jetzt fast bei der MG-Stellung beim Haupteingang. Wir werden beschossen. Wo? Wo? Okay, Delta 2, Delta 1, wir sind soweit. Wohl auf, alles gut, Ende. Ja? Machen wir eine Pause. Muss noch mal fragen. Wer bin ich jetzt? Delta 1, Delta 2, Delta 3, 4, 5? Dein Rufname ab jetzt ist einfach Dingo. Wir haben ja schon die Villa. Okay, habe verstanden. Wir sind hier auf der in Richtung Kontakt zu einem von euch. Richtung 300 Grad ist die MG-Stellung. Direkt hinter der Wand. Natürlich auch wieder kein Phosphor. Ich hab Phosphor. Schön, immerhin. Immerhin, die hat das gelassen. Ah nein, er hat's gelöscht. Wichser. Oh. Der hätte doch normale Granaten nehmen. Oh. Ich hab gar keine. Ich nie, nein. Ich hab HDP, so, egal. Kommt mal mit mir nach. Ich werde mal aufpassen, auf der anderen Seite sind vielleicht. Hinter mir aufstellen, hinter mir. Delta 2 hier, Delta 1, wir sind jetzt eben im Süden von der MG-Stellung, sind soweit bereit für einen Zugriff, kommen. Ja, wir haben verstanden, wir nähern uns noch dem Gebäude jetzt hier. Haus ist auf 300 Grad. Theoretisch kann man doch auch in das Gebäude da hinten gehen. Egal. Rechts von uns ist unser freundliches Team. Mir nach. Halt! Links von uns ist die Villa. An alle Einheiten, hier Echo. Kommen. Dead One hört. Wir haben am nördlichen Ende der Villa, Infanteriepatrouillen gespottet, sprich, auf der Straße in der Villa. Over. Dead One hat verstanden, Ende. Delta 2, Delta 1, wie ist der Status? Kommen. Wir sind bereit, wir haben hier aber nur keinen richtigen Sichtkontakt auf das Gelände hier. Delta 2, Delta 1, wir werden jetzt versuchen, in Richtung Norden auf die andere Straßenseite zu gelangen, zur Wand. Gebt uns mal Feuerdeckung. Ende. Bereit? Ja, rübersprinten. Ja. Los! Kann sein, dass es nicht bemannt ist. Würde ich eher als unwahrscheinlich eintun. Wir könnten natürlich. Aber wir können natürlich Fahrzeug nehmen. Also, ich finde das da aus. Deckung suchen. Es ist bemannt.
Für wohin jetzt sich das Fahrzeug kommen? Wenn ich nicht genau bestimmen habe, meine ich Richtung Südwesten das Fahrzeug gehört. Haltet ihr es für möglich, die Straßenseite zu wechseln, ohne dass das MG euch sieht? Der Chip anfängt. Achtung, wegen zu laufen. Und er anfängt zu rennen und auf uns zu rennen. Er läuft. Oh. Nicht auf uns. Wir schießen auf die Mauer. Ja, die schießen. Wir stehen unter Beschuss von innen. Christo, Christo, da steht ein Panzer. Wie ist es? Ein G hat sich zu euch gedreht, nicht. Ich. Leute, es kann jetzt sein, dass ich gleich down gehe vom MG. Ich hau eine HEDP drauf. Okay? Leute? Ja, verstanden. Keine Ahnung. Nein! Ja, Fahrzeug, aber. Delta 2, Delta 1, das Fahrzeug hat keinen Schützen mehr, ich habe ihn schon erschossen. Allerdings ist das MG noch bemannt, ich habe ihn nicht getroffen. Komm an. Ah, okay. Das MG ist noch bemannt, ich würde nicht vorschlagen, dass ich jetzt nochmal drauf schieße. Beim nächsten Mal, und das gerade die Sing. Ja, jetzt. Chris, ich kann jemand. Hm? Was? Da ist irgendeine Villa, ich weiß nicht, ob es ein ob's der Ding ist oder ein Feind. Das MG schießt ihn mir nicht. Delta 2, Delta 1, könnt ihr das MG ausschalten, komm an. Ich wiederhole, könnt ihr das MG ausschalten, komm an. Können sie nicht. Sie funken nicht. Ich höre nichts. So, ich hab ihn gerade von hier, seine normale Stimme gehört. Ja, Ben. Zieh mich zurück, wenn es schief geht, okay? Ja. So was in der Richtung. Ist das MG ausgeschaltet, Christoph? Christoph, hier ist Paul, der Fahrer vom Ding. So, was passiert? Weil er ist gestorben, merkt schon, wir haben seine Rufname, Sönke. Schuss von dann, Au! Dingo! Wow, was war das? Verstanden, Dingo. Was meinst du, soll das Feuer einstellen? Wir haben gerade eine Nachricht bekommen. Was bedeutet dies? Also, wir dürfen jetzt wieder zurückfahren. Yippie, ey. Erstmal müssen wir das. Ja. Die Nachricht besagt, dass Colonel Atlas. Wir haben halt keine Überraschungsmoment gehabt. Wir hätten in die Villa reinstürmen müssen. Was Schlechtes oder was sehr Schlechtes? Sollen wir jetzt die Zombie-Leiche wenigstens bergen? Ja, müssen wir. So, Delta 2, Delta 1, ich bin wieder wohl auf. Ist das MG ausgeschaltet? Kommen. Die haben uns gerade fast getroffen. Lass da auf. Wir kommen von da. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Dingo, bitte stellen Sie Ihre Frage nochmal an den leitenden Squad-Leader von Delta 1, over. Ich habe schon gehört, die laufen. Da hinten läuft das andere Team rum. Kommt mal mit. Ey, Christoph, man sieht da jemanden im Eingang. Ja. Ja. Delta 1, bitte komm. Delta 1 hört. Ist die Meldung, die gerade kam für zu uns, ist die schlecht oder sehr schlecht? Okay. Sehr schlecht. Wir werden die Leiche jetzt bergen am Ende. Soldat, Soldat, voraus! Delta 1, hier Echo, komm. Panzer mit ihrer Ecke lieber! Fresse! Delta 1 an alle Einheiten, unser Geisel ist tot, das heißt alle Kontakte, die in dieser Basis sind, sind feindlich. Ende. An alle Einheiten, wir haben nicht identifizierbare Einheiten auf dem Dach der Villa gesichtet. Sind diese zum Abschuss freigegeben? Kommen. Positiv.
dann Eingang. Christoph, darf ich schießen? Ja. Vor einem Haus in der Villa. Sollen wir jetzt überhaupt auf Leute schießen? Grün, oder? Was? Christoph, grün? Negativ, grün, Schuss einstellen. Oh. Ja, Feuerlaub, ich brauche, glaube ich, Medikit. Ich wackle wie ein Wahnsinniger. Schuss wird eingestellt. Ja. Ich würde immer noch vorschlagen, ist da ein Eingang eigentlich jetzt? Ich glaube nicht. Das ist überhaupt kein Villa da. Das ist ein Vorhaus da. Das ist doch nicht mal die Villa. Rauch drüber oder so. Oh Gott, Leer, da bist du doch scheiße. Oh, ich will gar nicht wissen, warum. Dann schießen, ich kann nicht. Wir sind gerade ein bisschen. Naja. Ins Knie schießen? Ja, wenn er. Ah, da, oh mein Gott, da! Was? Oh, das sind Zivilisten getötet! Der lebt doch! Ja, der ist auf uns zugelaufen! Du hast gesehen! Oh. Okay, egal, zu spät, tot. So, weiter geht's, wenn ich geheilt bin. Delta 2, Delta 1 Status. Ein Verletzten, der gerade versorgt wird. Ja, verstanden, ich werde gerade selbst versorgt. Wir sind soweit wohl auf, versuchen in die Villa hineinzustürmen, beziehungsweise einen Eingang zu finden von hinten. Ende. Wir haben Abbas Karin. Ach Gott. War das nicht der, der. Ja, ne. Er benachrichtigt seine Familie, wenn einer hat. Aber. Also, ich hatte das Gefühl, er wollte uns umbringen. Toll. Der hat das Haus eigentlich. Der Mann hat einen Bart und ist auf uns zugekommen, also wirklich. Weiter geht's. Ja, und dann hat alle über Makpa geschrieben. Ich denke, das sagt dir jeder. Hier Delta One, Delta Two und Delta One, das Gelände sieht soweit von unserer Seite relativ frei aus. Wir haben Sichtkontakt zu einer Person, die gefesselt in dem Gebäude ist. Das ist im ersten Stock. Vermutlich ist diese Person allerdings schon tot. Zumindest geht es nach den aktuellen Berichten hervor. Allerdings kann es sein, dass eine andere Geisel noch gehalten wird. Wir sind jetzt gerade im Hintereingang Richtung See, Fluss, was auch immer. Und versuchen gerade eben in die Villa hinein zu gelangen. Ende. Ich würde nicht wetten, dass da keiner mehr steht. Klettern will doch einfach. Ja. Mach es als erstes. Wie geht die Tastenkombination nochmal? Turbo und C. Er muss schon auf zulaufen und Turbo und C drücken. Also, wir machen Christoph. Christoph? Oh fuck. Fuck! Christoph. Gar nicht, das auf der anderen Seite. Ja! Christoph? Rüber jetzt! Fuck! Rüber. Deckung suchen! Sofort! Rüber. Verwundet! Oh wow! Aufpassen! Wieder neben andere Mauer! Bin verletzt! Gib mir Deckung! Ja! Du musst C spammen! Ich muss gegen die Wand laufen. Soll ich eine Granate mal hinterwerfen? Kann nicht laufen. Scheiße. Ja, wir haben uns die perfekte Stelle ausgesucht. Geh mal ein bisschen weg. Delta One, Delta One hört. Kann nicht laufen, man macht jetzt nichts. Ich hätte eine Idee, wir können vorne das Tor aufmachen für den Dingo und dann könnte der Dingo uns Feuerunterstützung geben. Positiv, er führt das durch. Ich kann im Moment nicht laufen. Wir sind schon in der ersten Mauer, hinter der ersten Mauer. Ende. Ben, ich brauche Medikit. Ich habe noch einen Einwand und so könnten wir die Tore aufmachen, dann könnte der Dingo uns für das Gelände Feuerunterstützung geben. Ja, positiv stattgegeben, durchführen, Ende. Gott, muss mir ausgerechnet die Beine brechen. Okay, der Dingo soll schon mal vorfahren bis ans Tor. Ist beim Torspiel? Was? Hast du da noch Nein, nicht nochmal. Nur Kontakte, das ist ein ganzes Haus voller Kontakte. So, da war nicht, da war eine Handschalt, das ist auch mehr. Das ist eine Handzeugstellung, wo drei Typen. Wie lange dauert's noch, Medic? Da ist noch einer, da ist noch einer. Gut. Gleich fertig. Wir müssen dann nochmal einen Jump über die Mauer machen, sonst der Überraschungsmoment ganz im Arsch. Ja, wenn wir nochmal drüber jumpen, befürchte ich, dass wir sterben. Aber langsam vorbei. Ausschaltung von Bin Laden, ey. Diamond, nicht weiter nach links, nicht weiter nach links, nicht.
Tankstellung. Diese Sandtankstellung. Leute, noch einmal über die Wand, okay? Ich bin der Erste. Okay, da ist noch Skymund, ja, mach los. Skymund, du als Zweites und dann ich und dann los. Rüber. Bin drüben. Sicher. Könnt ihr das Zielgebiet, wo wir hin sollen, markieren? Los, mir nach. Doch, ist unser Auto. Dingo, verbündete Einheit. Hallo, wir sind doch hier vorne. Das Haus stürmen. Da links sicher, so viel ich gesehen habe. Sollen wir... Ja, sollen wir reinfahren? Delta One, Delta Two hier, Delta One, wir stürmen das Haus. Soldat, Achtung. Fuck. Weg dich aber langsam vorwärts. Bin verletzt. Fuck. So. Danke. Hast du laufen? Ja. Christoph, hier ist ein Mann bekämpft hinter der Mauer. Okay, passt. Dann tun wir das. Nein! Ich muss nachladen! Achtung, mir nach. Sehen wir von außen. Zwei Bewaffnete. Ein gefesselter Soldat. Er ist auch tot. What the fuck? Okay, sind beide tot. Das ist ein Bug, keine Ahnung. Ja. An alle Delta One und alle Einheiten. Wir haben die Geisel. Wir haben die Geisel. Der ist tot. Was ist das? Scheiße, ich dachte, der lebt noch. Hey, hier drinnen. Ich hab sie bereits befreit, ich hab Stopp gesagt. So. Da würde ich sagen, noch nicht, erstmal absichern, oder? Nee, wir könnten sie ausbrechen. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, ich will ihn nicht riskieren. Dingo hier, Delta One, sieht sicher aus. Also hier draußen ist ruhig, wir haben jetzt hierzu keine Einheiten mehr gesehen. Außer ein Stückchen weiter am Tor, die haben wir aber ausgeschaltet. Wir haben auch Beschuss. Beschuss? Versucht den Beschuss zu bekämpfen, danach kommt die Geisel. Bamon, pass auf, gell, das sind Leute unten irgendwo. Das sind ja scheiße hier. Aha, richtig, jetzt erschrocken. Ja. Ah, Entschuldigung. So, und alle Einheiten versuchen, den Feindkontakt zu bekämpfen um die Villa herum, damit wir die Geisel einladen können. Nee, ich höre dir auch nicht. Die ganze Zeit irgendeine komische Türkenmusik. Ja, ich! Der Bereich beim Dingo scheint sicher zu sein. Aber verstanden. Geisel kommt nun zum Dingo. Ungefähr in 2 Minuten. Benutzt den Ostausgang. Christoph, wir haben hier einen voll aufgetankten Helikopter, können die Geisel auch zur Basis zurückfliegen. Haben wir einen Piloten? Befehl mal deinem
Leuten hier, dem Typen da, dass der da drauf ist, soll zu krabbeln. Also wir wollen ihn verarzten. Ich hab einen Flugschein, oder nicht? Ja, dem geht's gut. Okay, Patrick? Haben wir einen Piloten, ja, oder? Wer schießt denn hier? Ja, irgendwo schießt noch. Könnt ihr bitte schauen, dass der bekämpft wird? Die restlichen Leute, die jetzt an den Dingo und Unimog warten, können die bitte aus Gelände vorfahren? So. Versteht, Patrick. Die aus Gelände vor. Tore sind alle offen, Patrick? Ihr könnt durchfahren. Nur kurz antreten, wer soll fliegen? Du, ich? Dann flieg ich zur Basis in den Süden, oder? Gut, dann, dann Moment. Zur Basis. Wir müssen aber bodensicher. Ja. So, an Delta One. Sobald ich im Helikopter bin, werdet ihr euch einfach zu Patrick und der Squads dazu gesellen, okay? Verstanden? Ende. Will ich mitfliegen. Ist ein Gunnersitz, oder? Grundstück sichern, ja, kannst du. Skymoon, du bist der Gunner. Ja? Ja, hab ich gemacht. Er sagt negativ. Was sagt mal deinen Leuten, dass wir dann aussteigen? Ja, ist er jetzt verarztet? Moment kurz. Delta One, komm mal. Move to that house. Two, board that chopper. Roger. 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 Lass den mal vorbei hier. Gleich. Skymon, bist du drinnen? Gut, bleib drinnen, damit er nicht den Slot wegnimmt. Was will der denn? Will den das? Nein, er krabbelt zum Helikopter. Oh. Nicht, oh. Jetzt ist er drinne. Oh Mann, ey. Disembark. Oh, Christoph, das war wieder perfekt. Fick. Jetzt setz dich mal wieder. Two, board that chopper. Roger. So, in allen Einheiten ist die Villa gesichert. Leer. Ist die wieder gesichert? Kann ich abheben? Sorry, Paul, ich dachte, da wäre keiner drin. Ich wiederhole nochmal: Ist die wieder gesichert? Kann ich abheben? Christoph, du solltest den, dem anderen Team sagen, immer auf den soll nicht auf dich schießen, wenn du startest. Unimog bzw. Dingo, hier Delta One, wir befinden uns in der Kasatka in dem Helikopter und werden jetzt mit der Geisel abheben und zu einem südlichen Flugplatz fliegen. Verstanden? Komm an. Ja, so verstanden. Wir befinden... Ich bin direkt vor dir. Aber gut, verstanden. Ich wiederhole noch einmal für alle Einheiten, die Kasatka ist nicht feindlich. Ich bin mit der Kasatka samt... Ich bin in der Kasatka samt Geisel und Skymoon. Verstanden? Nicht schießen. Wir heben jetzt ab. Ende. Skymoon bereit? Ja. Allzeit bereit, Teamarbeit. Ah,